Wenn ich mich jetzt geduckt hätte, wäre ich durchgekommen. Also geduckt, geschrumpft. Okay, wäre ich nicht. Anscheinend sind die Kugeln so heiß, dass sie die Luft verbrennen und mich hinten nachher auch gleich mit. Dabei kann ich jetzt so wunderschön 2070 spielen. Man darf in den Wänden auch nicht ankommen, ist genehmigt. Sonst hätte ich mir einfach eine kleine Pause gegönnt an diesen Statuen. Ach komm. Was war jetzt? Also entweder habe ich die Taste jetzt nicht stark genug gedrückt oder Alice ist mir nicht drüber gelaufen. Schon wieder. Ich pack das jetzt noch. Die läuft schon wieder nicht. Entweder verpeile ich gerade irgendwas oder die Taste D bei meiner Tastatur geht ein. Erstmal stirbt man, dachte ich mir fast. Hier geht's also nicht weiter. So. Die geht nicht rüber. Es liegt nicht an meiner Tastatur. Ich habe die Taste jetzt komplett reingedrückt. Gerade, dass sie noch wieder zurückgesprungen ist. Nein, ich habe eine sehr gute Tastatur. Also eigentlich darf es nicht an der liegen. Die geht einfach nicht drüber. Entweder drücke ich das zu früh nach dem Sprung, damit die irgendwie nicht mehr nachkommt mit der Aktion. Also Alice, das Spiel, nicht die Tastatur. Ich pack's nicht. Okay, das war jetzt gefehlt von mir, aber... Ich glaube, das ist der letzte Geschützkopf. Im Prinzip ist es wie Trackmania. Rechts in die Kurven gehen. Und normalerweise mit. Na, da ist noch einer. Die haben auch einen Radius, die Kugeln. Ist mir nicht mehr ganz egal. Wir warten auf die Wolke. Entschuldigung. So, neuer Versuch. Aufwärts. Hm.
Das ist nicht zu fassen. Also nochmal. Nein. Abwärts. Ich finde diese Comic-Karikatur von Alice hier eigentlich auch ein bisschen merkwürdig. Das Kleid und die Beine sind irgendwie so Comic-Stilartig gezeichnet, aber das Gesicht sieht doch eher mehr so aus wie... Ja, als wäre es so versucht, so realistisch zu zeichnen, aber die Haare sind auch wieder im Comic-Stil. Das habe ich jetzt sehr gut hinbekommen, ja. Und irgendwie ist diese Karikatur echt merkwürdig. Wollte ich schon in den ersten beiden 2D-Levels sagen. Okay, ich glaube, ich drücke die Bewegungstasten manchmal einfach zu früh. Das ist doch meine Schuld. Das gibt's doch nicht. Also wenn ich das Wunderland wirklich in dem Tempo rette... Ich glaube, so sehr gehangen wie an dieser Passage bin ich noch nirgends. Ich sage euch was. Wenn ich jetzt ohne Aufnahme spielen würde, das Spiel einfach nur so durch, hätte ich jetzt schon längst aufgegeben. An solchen Passagen, wenn ich hänge, ist es normalerweise besser, wenn ich irgendwo 5 Minuten Pause mache oder 10. Irgendwas anderes mache und dann wieder spiele. Aber das kann ich jetzt nicht machen. Was das Schneidearbeit wäre. Ich sollte nicht zu viel reden. So, ich konzentriere mich jetzt einmal komplett auf die Passage. Ich sage jetzt nichts. Und wenn ich durch bin, rede ich weiter. Spring da einmal zu oft zwischen. Das ist es. Ich bin so schnell oben beim vierten Geschütz. Aber wenn ich nur einmal springe, bin ich beim dritten so langsam. Neuer Versuch. Nein, das war keine Kreatur der Nacht oder so irgendwas, das war ich. Auch wenn es draußen war. Leicht finster, ja, es ist schon finster draußen. Dunkel, Nacht. Jetzt kommt ja zum Glück wieder der Winter. Es ist nicht allzu heiß. Es ist wieder schön kühl. Haha. Es ist alles Sache des Timings. Woohoo! Geschafft, meine Freunde. Wer jetzt weggeschalten hat, jetzt gibt's wieder was Neues. Okay, das war die Passage vom Ausgang. Kein Wunder, dass es so schwer war. Wir sind draußen. So. Zum Glück haben wir das hinter uns.
Jetzt wäre nochmal so eine zweite Passage mit dem Schiff sehr interessant. Schon sehr krank, der Stil hier. Alles irgendwie so aus grau-weißem Stein. Irgendwie so farblos, trostlos. Shaolin-Tempel. Gibt's da was versteckt? Spicy Horse, das Logo des Entwicklers. Nettes Easter Egg. Und hier? Auch nix. Die Raupe. Irgendwie ein bisschen messinglastig, als ich sie in Erinnerung habe. Ich habe so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Oh Gott. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Verpuppt. Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen. Was weiß sie, dass ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Ja. Scheiße, lasst mich in Ruhe! Hey, du da. Das reicht jetzt. Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tschüss, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und... Wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Oh.
Okay.